Gmunden, Rathausplatz. Es ist kurz vor 18 Uhr, wenige Minuten vor dem Einlass zu einem der größten Konzertspektakel im Salzkammergut. In den kommenden Tagen verwandelt sich die Traunseestadt in ein kleines Festivalgelände. Gleich geht es los. Die Veranstalter Florian Werner und Robert Zauner sind voller Vorfreude auf die kommenden Tage. Die Leute, die sehen ja immer nur, ah, da kommt Opus, da kommt Boris Bukowski, da kommt Josh. Für uns ist es so viel mehr. Wir arbeiten wirklich ein ganzes Jahr intensiv darauf hin. Darum ist es immer cool, wenn es kurz nach 18 Uhr ist und wenn es was da ist und wenn da die Leute hereinströmen. Bei was wird man heute am meisten mitsingen? Naja, mein Sohn, der redet hinten um einen Tanz, der freut sich auf Cordula Grün und wir Alten auf Life is Life. Opus als Hauptact an Tag 1. Auch Fans aus Lenzing sind mit ihrer Plattensammlung angereist. Extra wegen den Rocklegenden. Ja, das ist aus meiner Zeit, aus unserer Zeit, wo wir halt noch mir selber Halligalli waren. Und du hast jetzt die Platten mitgenommen. Warum? Weil ich ein Autogramm haben will. Von den Burschen. Opus selbst sind begeistert von Gmunden, der Kulisse und von dem Andrang zum Konzert. Doch wie ist es eigentlich, wenn Tausende die Lieder mitsingen? Es ist besser, als die Leute würden nicht mitsingen, würde ich mal sagen. Natürlich, das ist, wie gesagt, ein Gassenhauer. Es ist mittlerweile auch ein Evergreen. Und also ich glaube, wenn es dann irgendwann Konzerte gibt, wo die Leute Life is Life nicht mehr mitsingen, dieses Na-na-na-na-na, dann ist, glaube ich, wirklich Zeit zum Aufhören. Stimmt auch irgendwie. Boris Bukowski, ein langjähriger Weggefährte von Opus, ist ebenfalls mit auf Tour und von Gmunden und den heimischen Tieren überwältigt. Wenn ich da so auf den See schaue und im Moment schwimmen da gerade Schwäne vorbei, und zwar eine ganze Reihe davon, und der wunderbare See und die unfassbar geilen Berge. Ich bin total weg, ich habe es nicht so schön vorgestellt. Die Alten wieder vereint auf der Bühne, doch kennen sie auch die jungen Stars, wie zum Beispiel Josh? Ich muss ganz ehrlich sagen, den Josh kenne ich noch nicht. Ich nehme an, ich werde ihn heute kennenlernen. Aber ja, ist auch schon erfolgreich, zumindest lokal. Schauen wir mal, wie es weitergeht. Josh eröffnet Gmunden rockt als erster Act. Doch wie sieht es bei ihm aus? Hat er die Oldies schon kennengelernt? Nein, persönlich auch noch nicht. Aber wir haben uns vorher kurz im Hotel mal kennengelernt, ja. Mit seinem Hit Cordula Grün hat er im vergangenen Jahr einen der Sommerhits abgeliefert. Sein Leben hat sich dadurch doch etwas geändert. Ich darf ganz viele tolle Dinge erleben, weil ich mich gerade das, was wir da heute machen, live spielen, das ist, was mir am allermeisten Spaß macht. Mittlerweile ist es kurz nach 8:30 und Opus rocken den Traunsee. Der Höhepunkt an diesem Abend ist aber dann Life is Life, bei dem dann wirklich jeder mitsingen kann. Jetzt bereitet man sich in Gmunden schon auf Konzerttag 2 vor. Thorstein Einarsen und Michael Patrick Kelly. Samstag, 1. Juni. Vor den Eingangstouren warten schon Hunderte auf den Einlass um 18 Uhr. Michael Patrick Kelly als Headliner und Thorstein Einarsen heute auf der Bühne, dessen Eltern wir kurz vor dem Konzert noch kennenlernen. Der Vater gibt uns auch gleich Auskunft über isländische Familienkunde. Mein Vorname ist Einar. Und so geht es in Island. Es geht also nach Vorname. Also sein Sohn wird heißen, wenn er einen kriegt, zum Beispiel Herbert Thorstensson. Könnte passieren. Oder Dietmar. Wie wird es bei der Tochter ausschauen? Das wäre dann zum Beispiel die Elisabeth Thorstens Tochter. Da ist eine Logik dahinter bei Isländisch. Ja? So ist das. Ich finde, er ist der beste Act, ohne dass ich jetzt da persönlich drinstecke.
nicht nur österreichweit, sondern wahrscheinlich europaweit. Er singt fantastisch, schreibt super Songs und ist stolz. Die Eltern sowie der Junior äußerst sympathisch. Sound ist super, die Leute stehen schon seit 9 in der Früh draußen und warten. Also ja, ich bin sehr glücklich, dass ich endlich da spielen kann. Ich wollte schon immer mal da spielen und das ist ein super geiles Event. Die Fans kommen von überall her, nur um ihre Stars, Thorsten Einarsen und Michael Patrick Kelly, live zu sehen. Fällt der ganze, seine Stimme, sein Aussehen, sein Charakter, allgemein seine Persönlichkeit. Und ich finde es einfach mega, wie er immer auftritt, weil seine Auftritte sind einfach mega. Die Musik, ich weiß nicht, als kleines Kind habe ich schon mehr, also von der Kelly Family von damals. Und jetzt, also die neuesten Dialog von Nafol. Also ich kenne ihn seit der Kelly Family. Und jetzt ist halt, sind die ja separat auf also machen Konzerte und Paddy nebenbei halt solo und das ist viel besser als die Kellys, finde ich mittlerweile. Also ihr habt es wirklich da vor den Toren hier kampiert? Ja, genau. Dann, das macht mittlerweile Spaß. Also ich meine, wenn man zelten geht, pennt man auch draußen, also von dem her. Der Rathausplatz ist zum Bersten voll. Man merkt es gleich, Konzerte in Gmunden begeistern. Auf der Bühne Thorsten Einarsen. TV1 ist Medienpartner von Gmunden Rockt und man ist durchwegs begeistert vom Zusammenhalt in der Region, den man spürt. Diese Kooperation mit dem Floras ist schon etwas Einzigartiges, nämlich deshalb, was da entstanden ist. Da gibt es nämlich, bei dieser Geschichte gibt es eben mehr zu erzählen. Das ist nicht nur ein Konzert, sondern das ist, da hält die ganze Region zusammen. Und da sind alle, die in Gmunden etwas bewegen, sind bei dieser Veranstaltung irgendwie auch dabei, ob das Top-Unternehmen sind oder wie auch TV1 das Top-Medium. Da wird zusammengehalten und an einem Strang gezogen und da kommen tausende Leute hier nach Gmunden und ich glaube, das ist für die Stadt Gmunden ein ganz besonderes Ereignis. Ich bin jedes Jahr dabei, es taugt mir jedes Jahr voll, wenn ich mir diese Konzerte anschaue. Ich finde es einfach klasse, dass am Rathausplatz was los ist. Der Superstar an diesem Wochenende, unumstritten, Michael Patrick Kelly. Er hat Fans im Kindes- sowie im Erwachsenenalter. Meine Tochter ist ein riesen Patrick Kelly-Fan, Michael Patrick Kelly. Und wir waren zufällig da und müssen heute aufs Konzert. Erstens, weil ich schon von klein auf ein Kelly-Family-Fan bin und heute Paddy Kelly da spielt. Und zweitens die Draufgabe, dass der Thorsten Einarsen die Vorband gemacht hat. Ich kenne ihn seit letztem Jahr, bin ein mega Fan von ihm und jetzt beim dritten Konzert von ihm. Und deswegen hat er heute sehr gut zusammengespielt. Auf der Bühne geht es unterdessen schon richtig heiß hier. Michael Patrick Kelly rockt die Traunseestadt. We're fighting, still fighting, repeating history. All right, it's all right, you don't think like me. But your problem's my problem, don't you feel the ricochet? If we turn against each other, that's not a game we wanna play. Who am I, who are you, who are we? Nach dem Konzert haben wir als einziges Medium die Chance auf ein Interview backstage. Also ich habe mich sehr gefreut, dass wir hier unseren Sommer starten konnten. Also wir haben jetzt 28 Shows in Deutschland, Österreich, Schweiz und hier in Gmunden. Ich hatte noch so tolle Erinnerungen vor 3 Jahren. Da waren glaube ich halb so viele Leute und jetzt sind irgendwie doppelt so viele gekommen. Es war ein wunderbarer Tourauftakt. Ich bin wirklich sehr, sehr happy. Wie ist es denn generell mit den Veranstaltern gewesen, mit dem Flo und dem Robert? Wie war das Ganze mit denen, glaube ich, alles reibungslos, oder? Ganz schlimm, ganz katastrophal. Nie wieder. Nein, das sind Veranstalter, die man einfach gerne hat, weil man kommt hier hin, man wird super verwöhnt, man hat die besten Voraussetzungen. Die haben auch eine Verbindung mit dem Wetter, irgendwie jedes Mal tolles Wetter. Ich weiß nicht, wahrscheinlich ein frommer Christ, der sonntags schön beten geht oder so. Tag 2 neigt sich dem Ende zu. Der Sonntag steht dann ganz im Zeichen von Regen und Stürmer. Es ist Sonntag, kurz nach 19 Uhr. Die junge Oberösterreicherin Ina Regen ist schon auf der Bühne. Und auch heute darf man sich in Gmunden auf Sommerwetter vom Feinsten freuen.
Die Chris Kirchnerin liebt ihre Heimat, die Menschen und steht voll und ganz auf unseren Heimatdialekt. Mein Dialekt ist natürlich sowieso ein eindeutiges Indiz dafür, wo ich herkomme. Und der letzte Titel, der heißt Horm, da habe ich mir erlaubt, dass ich musikalisch meine musikalischen Wurzeln, nämlich unsere Landeshymne, ein bisschen zitiere. Das werden wir heute auch spielen. Du bist mein Ortsstern, ich schau zu dir. Christina Stürmer ist weit über die Grenzen von Oberösterreich hinweg bekannt. Ein alter Hase sozusagen im Showgeschäft. Und wie jeder an diesem Wochenende ist auch sie von diesem Rockereignis in Gmunden überwältigt. Also ich liebe ja Linz heiß, da bin ich ja groß geworden. Aber wenn ich da jetzt Gmunden einfach da am Platz sitze, einfach so heute den ganzen Tag, das kann schon was. Also einfach, ich mag es einfach da zu sein. Also es ist jetzt das zweite Mal, dass wir da spielen in Gmunden. Wir haben heute wunderschönes Wetter, wir haben den Tag wirklich genossen. Weißt du noch, wie es früher war? Weißt du noch, die alten Tage? Stundenlang im Kopf gefangen. Zu sehr gehört auf das, was andere sagen. Doch diese Zeiten sind vorbei. Diese Zeiten sind vorbei. Jetzt sind wir da. Besser als es niemals war. Wir leben den Moment. Drei Tage Rock in Gmunden mit 6 einzigartigen Konzerten. Die Veranstalter Flo Werner und Robert Zauner sind sichtlich erleichtert und guter Dinge für 2020. Für uns ist super und jetzt ist schon ein bisschen so diese Bürde gefallen, dass es einfach jetzt auch schon langsam wieder vorbei ist. Wir freuen uns schon wieder auf die nächsten Sachen, aber gut, dass jetzt Gmunden Rock schon langsam dem Ende zugeht. Alvaro Soler ist schon fix für Gmunden Rock 2020 und auch Pizzerra und Jaus. Und in Kürze wird auf TV1 der nächste oder die nächste Künstlerin oder Band bekannt gegeben. Eine solche Veranstaltung, eine Herkulesaufgabe für alle Beteiligten. Ohne die Hilfe von vielen gingen solche Konzerte in Gmunden nicht so reibungslos über die Bühne. Für alle, die mitwirken, das geht bei den Künstlern, bei den Technikern, bei den ganzen Helfern, die wir haben, die Stadtgemeinde Gmunden, die uns da sensationell hilft, die Sponsoren. Und ganz, ganz wichtig sind uns die Einheimischen, die Karten kaufen, denen es das wert ist, dass sie sagen, ich will das wieder haben, ich kaufe mir ein Ticket und gehe rein und schauen wir es nicht am See oder auf der Straße an. Da könnte man den Veranstaltern durchaus recht geben. Bekennender Fan von Gmunden rockt ist auch das Stadtoberhaupt Stefan Krapf. Die Konzerte am Rathausplatz Gmunden rockt von Floro sind einfach großartig für die Stadt. Es waren drei tolle Konzerte. Gmunden rockt hier am Rathausplatz muss eine Konstante im Leben hier in Gmunden bleiben. Ich stehe auch dafür und wir können wirklich glücklich schätzen, solche Veranstaltungen in unserer schönen Stadt zu haben. Sehenswert und stilvoll. Gmunden zeigt sich als Stadt, bei dem der gute Ton zum Programm gehört. Und so freut man sich auf Gmunden rockt 2020. Wir von TV1 sind definitiv wieder mit dabei.